Moin. Ich bin jetzt hier bei der Gamescom. Beim Red Bull Stand ist das hier. Wir werden auch gleich mal zum Red Bull Stand hingehen, reingehen und mal ein bisschen gucken. Ich hoffe, die Kamera ist nicht zu dreckig. Ich habe leider nicht mehr allzu viel Akku, noch so 28%. Aber ich dachte, ich komme wenigstens mal ein bisschen live und zeige euch mal so ein bisschen rum hier. Ich habe gestern ein bisschen gepichelt und ich habe immer noch so einen flauen Magen. Das war gestern ein bisschen viel gewesen. Von daher werden wir uns mal, wir werden uns mal Essen holen. Jo, was geht? Bitte mal. Ja klar, willst du noch Frühstück? Geht. Geht. Ja klar, lass mich. Ja, kein Problem. Digga, ich sehe noch so müde aus. Ich hab, weiß ich nicht, wie viele Gin Tonics ich gestern getrunken habe. Aber zu viel. Bist du jetzt live? Nee. Doch nicht. Das war ein Screenshot. Achso. Ich kann das gar nicht sehen. Es ist so dunkel. Hallo. Annika, was geht? Was geht? Hau mal eine Lebensweisheit raus. Nee. Das wird unangenehm. Oder ein Motto. Wonach lebst du, Annika? Ein Motto. Sticks and Stones. Leben und Leben lassen. Okay. Break my bones. Ja. Hier ist im Endeffekt so eine Terrasse und da wird dann gezockt. Keine Ahnung, was Fortnite das ist, glaube ich, oder? Kenne mich nicht aus, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es Fortnite ist. Und jetzt ist hier relativ wenig los. Ich glaube, weil Monte gerade durch die Hallen geht. Also es ist wirklich unglaublich. Wenn Monte irgendwo langläuft, zieht er gefühlt 500 Leute hinter sich her. Die Messe ist dieses Jahr absoluter Müll von den Spielen. Ich war Mittwoch schon da, hatte gereicht. Ich habe, glaube ich, hier fast noch gar nichts gezockt. Wir hatten vorhin Tekken, was wir gegeneinander gespielt hatten. Ich weiß nicht, was es ist, aber wir haben auch Tischtennis gespielt, fleißig. Tischtennis haben wir gespielt. Wollen wir mal eine Runde Tischtennis gegeneinander spielen? Ich bin jetzt richtig gut. Ja, stimmt, wir wollten ja eh noch mal spielen. Ja. Komm, dann spielen wir eine Runde Tischtennis gegeneinander. Sicher, dass du die schwere Platte in Schatten tragen kannst? Digga. Passt einfach nicht durch. Okay, jetzt muss ich die Kamera halten und Tischtennis spielen. Ultra Weitwinkel ist ja mal richtig gut. GG, willst du Revanche an die GU? Okay, ja. Ja? Dann wechseln wir Seiten jetzt. Komm jetzt hier mit Ego-Perspektive. Ja. Ich werde dann morgen auch wieder die Heimfahrt streamen. Ich muss morgen nur noch mal irgendwie im Mediamarkt oder in Saturn rein. Muss mir so ein HDMI-Kabel holen. Weil mein HDMI, also ich habe durch die Tour am Freitag, habe ich mir so viel von meinem Equipment kaputt gemacht. Das ist unglaublich. Also mein iPhone-Ladekabel ist kaputt gegangen dadurch. Das HDMI-Kabel ist kaputt gegangen dadurch, einfach weil es viel zu nass wurde. 1-1. Ich kann mich dann mal so spannend reden. Ich konzentriere mich so sehr. Oh. Digga, heute ist echt richtig heißes Wetter. So, jetzt kann ich auch endlich mal einen Chat lesen. Wo ist Blackout? Warte, ich zeig ihn dir. Black Ultra Wide. Da ist er. Da ist er. Das hier. So die Terrasse. Guck mal, und hier könnt ihr. Das ist Halle 8, Eingang G. Und hier ist so der komplette Red Bull-Stand. Früher war das, glaube ich, immer von YouTube. Mittlerweile macht das Red Bull nur noch. Ich glaube, trotz der Maske würde man dich erkennen. Bis jetzt hat mich noch keine einzige Person erkannt, obwohl ich 2 Tage hier war. Keine einzige. Krass, war? Denkt man gar nicht. Und hier standen ja auch immer richtig viele Zuschauer außen rum, die im Endeffekt nur darauf gewartet haben, mit irgendwem ein Foto zu machen. Schade, dass Orgi nicht dabei ist. Ja, ich glaube, der ärgert sich auch ein bisschen. Wir wollten ja erst zusammenfahren zur Gamescom. Denn
hat sich das ja aber alles nochmal so ein bisschen geändert mit Hotel und wir hatten noch keine Tickets und all sowas. Und dann meinte er, ja komm, lass sein so, er bleibt lieber in Berlin. Und dann meinte ich ja eigentlich auch, dass ich in Berlin bleibe, aber dann war es so super spontan, dass ich meinte, okay, ich komme jetzt noch her. Wie fandest du die Fahrt mit der BMW? Also von der BMW her war alles gut, aber ich muss sagen, das war eine absolute Grenzerfahrung für mich. Digga, ich war so klitschnass 9 Stunden lang. Ich hoffe, ich habe morgen ein bisschen mehr Glück bei der Rückfahrt. Ja, ich muss auch sagen, dass es schon ein bisschen gefährlich war, weil ich auch auf der BMW Semislicks hatte. Und es hat wirklich so heftig geregnet und dann gab es halt Aquaplaning. Aber ich bin halt einfach langsam gefahren und dann konnte auch nichts passieren. Natürlich, ab 500 Kilometern will man nicht mehr fahren. Oh, eigentlich hatte ich schon richtig früh keinen Bock mehr. Also als ich gerade mal nach 3 Stunden irgendwie 800 Kilometer geschafft hatte, boah. Ab 120 hast du Reifendreher, ich bin einfach nur 60 teilweise gefahren. Ich wurde ja sogar von LKWs auf der linken Spur überholt. Was sagst du zur Tanzverbot-Aktion? Ah, schon lustig. Promo ist da. Da ist Maxifell, ne? Ist das Maxifell da oben? Ich glaube schon. Ich kenne auch gar nicht so viele hier. Also nur so die großen Creator. Zeigst du dich irgendwann mal komplett? Bei 500.000 zeige ich mich. 19.000 Follower noch bei YouTube. Dann lasse ich die Maske fallen. Ich weiß, viele von euch haben mich sowieso schon mal ohne Maske gesehen oder so. Guck mal, warte mal, ich zeige euch mal hier die Free Hugs. Da. Kann man da ranzoomen? Zoom klappt ja auch richtig gut, ey. Von so nah siehst du nochmal mehr aus wie 12. Ich bin ja auch 12. Warte mal, die bewegen sich alle. Ich glaube, jetzt geht's los. Ah, guck mal, von da hinten kommt er. Warte mal, zeig euch das mal. Digga, zieht euch das rein, warte. Aber hier oben ist auch keiner besser, ne? Alle sind auch da. Das ist doch nicht mehr normal. Was? Digga, so ein Teufel. Junge, einfach der Papst kommt. Junge. Guckt was die für einen Kreis machen. Warte! Warte! Ja, Revi ist auch mit Security rumgelaufen, Trimax auch. Also ich glaube, ab einer bestimmten Reichweite brauchst du einfach Security. Es geht nicht anders. Der würde keinen Meter weit kommen, wenn der versucht, hier allein durch die Masse durchzulaufen. Könntest du dir auch das bei dir vorstellen? Boah, Digga, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich das so fühlen würde. So ist es ja auch wirklich nur bei vielleicht 5 Leuten hier. Bei Elli war es noch krass gewesen, Elli Geller. Bei Trimax und ich glaube bei Monte so. Bei den anderen ging das noch. With the